Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu den Bonusparts von Dragon Quest Builders 2. Heute kümmern wir uns um die entweihte Insel. 3000 Dankbarkeitspunkte kostet es, dahin reisen zu können. Und ja, ich hoffe, die 3000 Punkte, die lohnen sich jetzt auch und dass wir da wirklich irgendwas Interessantes entdecken. Also ich sag jetzt einfach mal ja. Ich meine 3000 Punkte, also irgendwas extrem Cooles muss es da einfach geben. Kann mir nicht vorstellen, dass die so eine Endgame-Insel nicht irgendwie noch sehr, sehr nice designen. Abgesehen davon, die anderen Inseln, die wir uns schon angeschaut haben, die waren ja auch alle sehr, sehr cool. Also von daher habe ich very, very high hopes, dass auch diese Insel sehr cool wird. Ja, und danach haben wir tatsächlich nur noch eine einzige Gestade der Entdecker. Und dann war es das schon mit den Bonusinseln. Aber naja, konzentrieren wir uns mal auf diese hier. Entweihte Insel. Möge das Abenteuer beginnen. Wir haben auch wieder unser kleines Kampfteam dabei, unseren kleinen Kampftrupp. Oh, und wir können direkt mit dem Abhaken anfangen. Kreidestein. Aha. Was zum Abhaken? Ach, klobiger Kreidestein. Ja, crazy, dass man hier direkt am Anfang schon ein paar Sachen bekommt. Naja. Ansonsten eine Insel wie jede andere. Oh, aber mit so Rabengegnern. Asche gibt's hier. Haben wir Asche schon mal gesehen? Ich wüsste jetzt gar nicht, dass wir jemals schon mal Asche bekommen haben. Nee, Asche ist tatsächlich neu. Ach, vielleicht nehmen wir uns mal ein bisschen Asche auch mit. Das werde ich dann mal abbauen. Einfach nur das, was wir irgendwie einmal auf Lager haben. Keine Ahnung. Ich meine, wir könnten theoretisch ja nochmal auf die Insel zurückgehen. Falls uns die Asche ausgehen sollte. Ich weiß ja noch nicht mal, wofür man die überhaupt braucht. Also, gucken wir mal. 200 Blöcke reichen jetzt erst einmal. Tjo! Skelette. Irgendwelche komischen Pflanzen. Septischer Strauch. Sind ja furchtbar. Schattengras. Ist das eigentlich normal, dass es hier auf der Insel so dunkel... Ach nee, Moment. Ach, wir haben ja Abend gerade. Okay, ich habe nichts gesagt. Hexengrasode. Ich kenne den ganzen Kram hier nicht. Manometer. Content, Content, Content. Okay, wenn man das zerstört, dann wird aber normale Erde draus. Tja, laufen wir so ein bisschen um den Hügel hier rum. Felssporn. Auf den da hinten sollten wir übrigens auch mal draufklettern. Erstens haben wir dann eine ganz gute Übersicht wahrscheinlich und zweitens könnte da oben noch irgendwas Schönes versteckt sein. Nehmen wir einfach mal die Hartholzsäule, die ich noch im Inventar habe. Warum auch immer ich so viel Hartholz dabei habe. Weiß gar nicht, was ich damit vorhatte. Irgendeine tolle Idee hatte ich sicher. Naja, davon haben wir einen Skeletthaufen. Den mussten wir auch abhaken. Drachenknochen heißt das. Dragon Quest. Dragon Bone ist ja fast dasselbe. Nein, ich habe den Pilz kaputt gemacht. Warzling. Die Gegner haben alle so komische Farben hier. Die sind wahrscheinlich relativ stark. Ja gut, ich meine, wenn man erst nach dem Ende hier hin kann, ist natürlich auch klar, dass die ein bisschen stärker sind, die Gegner. So, welche von den Bäumen müssen wir denn hier abhaken? Ein Ast haben wir noch. So zwei Baumtypen. Stehen da noch jetzt noch einer. Ah. Gehen wir einfach mal so ein bisschen an den Bäumen hier entlang. Hey, was haben wir denn hier? Magnetitader. Ist ja mal wieder was Neues. Okay, na dann abbauen. Oh, sieht aber hübsch aus. Auf jeden Fall ein sehr, sehr hübsches Material. Wisst ihr jetzt zwar nicht, was man damit bauen kann, aber... Na, Hauptsache, wir haben es erstmal. Habe ich eigentlich noch Bomben dabei zufällig? Wenn wir hier Bomben hätten, dann könnte man das ein bisschen beschleunigen. Da, knallige Kugel. Na dann. Ah, weg, 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 weg. Oh, nice. Hat ja nicht so viel gebracht. Machen wir direkt drei Stück dahin. Wow, gar nichts. Hammermäßig, echt.
Naja, Magnetit. Wir können ja später mal durch die Rezepte noch durchschauen, ob wir noch irgendwie was Interessantes damit craften können. Ansonsten... Ach genau, ich wollte noch einen anderen Baumtypen finden. Das hier sind alles Baumarten, die wir schon hatten, offensichtlich. Wir können ja einfach mal ganz kurz flöten. Wenn hier in der Nähe ein Baum ist, den wir noch nicht hatten, dann wird er ja wahrscheinlich als nächstes getargetet auch. Ist das der hier? Ein nahes Echo ist zu hören. Nee, das ist der aber nicht. Hä, worauf hat das denn hier gerade gezeigt? Das Geräusch. Hey, oder zeigt das hier nach unten? Ein sehr nahes Echo ist zu hören. Ach, diese Steine hier, dieser Kieselhaufen. Ja, super. Ich will den Baum haben und nicht irgend so einen Kieselhaufen. Hier gibt es noch irgendwas? Die Kiste hier, oder was? Tatsächlich, die Kiste. Ja, das ist natürlich alles schön und gut, aber ich will eigentlich nur diesen komischen trockenen Baum finden. Wo kriege ich denn den trockenen Baum her? Ach, keine Ahnung, das wird so nichts. Gehen wir einfach mal ein bisschen weiter. Vielleicht dieser große Baumstamm da oben? Der hier? Nö, den hatten wir schon. Oh, hier ist ein Lager. Ich glaube, hier müssen wir auch was abhaken. Ja, zerflattertes Zelt. Da vorne diese Flagge, die da auf oben auf dem Boden liegt, die brauchen wir auch. Ebenso diese komischen Zäune. Ach, eine Barrikade ist das. Na gut. Kommt aufs selbe raus. Boah, wie schnell geht das denn hier mit dem Abhaken, bitte? Crazy. Habe ich aber, glaube ich, jedes Mal gesagt, dass das schnell geht. Und dann hinterher haben wir wieder uns irgendwie einen Ast abgesucht bei irgendeinem Gegenstand. Auf jeden Fall ist es hier sehr, sehr trostlos. Irgendwie ein bisschen traurig, diese Insel. Ja, ich meine, wenn die Belohnung hier Skelette sind, beziehungsweise Knochen und Öl, dann was erwartet man großartig? Das Öl ist natürlich schon sehr, sehr nice, wenn wir unendliche Ölquellen haben. Beziehungsweise diese unendliche Ölressource, dann können wir echt viele Lichtquellen bauen. Toxischer Torf. Kratzwurz. Noch irgendeine Pflanzenart, die wir abhaken müssen. Genau, nämlich dieses Hexengras hier. Okay. Da vorne leuchtet irgendwas. Oh, ist das wieder so ein Gebäude, was ein Spieler gebaut hat? Es könnte wieder so ein Gebäude sein von einem Spieler. Gehen wir mal da rein. Ja, Huxel entdeckt eine der besten Kreationen der Bauerkunst. Mit vielen Fallen irgendwie. Sieht gar nicht mal so hübsch aus. Aber da vorne ist eine junge Dame. Hallöchen, mein Name lautet Jill und ich bin eine Sängerin. Und nebenbei tanze ich auch noch. Ich habe mich entschieden, ich werde dich auf deinen Reisen begleiten. Du bist damit schon einverstanden, stimmt's? Ja, natürlich. Wunderbar, du machst mich damit wirklich glücklich. Jill lebt ab jetzt auf dem Eiland des Erwachens. Ach, da geht doch mein Herz auf. Die süße kleine Jill. Tjo. Ja, wie schon gesagt, also das Gebäude finde ich jetzt hier nicht ganz so nice. Sieht eher aus wie so eine Todesfalle. Blutstein. What? Ist auch wieder so ein neues Material. Ja, ist es. Also wieder was, was wir ein bisschen abbauen werden. Und zumindest von der oberen Hälfte, also da, wo wir die Knochen für bekommen... da haben wir ja schon wirklich viel abgearbeitet inzwischen auch. Sind ja nur noch so ein paar Pflänzchen. Moment, können wir hier auch noch was sprengen? Wir sprengen jetzt hier einfach nochmal.
Oh Gott, ich habe sie eingesperrt. Oh nö, die Arme. Ja, okay, es reicht jetzt mit dem komischen Blutstein. Hauptsache, wir haben ihn überhaupt einmal gefunden. Nun denn, weiter geht's. Oh, davon ist ein König-Metallschleim. Oh, krass. Ich wette, der gibt so viele Erfahrungspunkte. Boah. Metallschleim und noch ein König. Ja, der haut natürlich ab. Boah, es könnte schwierig werden, den zu besiegen. Probieren wir es einfach mal. Vor allen Dingen, der haut die ganze Zeit halt ab. Oder der versucht immer abzuhauen. Na komm schon, geh drauf. Leute, konzentriert euch doch mal auf den Königsmetallschleim hier. Da kümmern sich ja hinten irgendwie um die Peanuts. Ihr sollt den hier besiegen. Ja! Nice! Die Stufe von Huxel erhöht sich. Cool. Und kriegen wir irgendwas? Maximal Lebenspunkte erhöhen sich. Und Rätsel, Rätsel und Studier. Eine neue Anleitung. Und zwar eine Stachelrüstung. Barbarischer Harnisch, der Spitze, nee, den Spitze Stacheln ziehen. Abwehr plus 75 wirft 50% des erlittenen Schadens auf den Feind zurück. Boah, crazy. Boah, und wir haben die Krone von dem Metallschleimkönig. Sehr, sehr, sehr geil. Ich pack mal einmal ganz kurz den Amboss aus. Ich will mal wissen, was ich brauche, um diese Rüstung zu craften. Wo ist sie denn? Da, Stachelrüstung. Wir brauchen immer dieses blöde Orichalkum. Ah, wo kriegen wir denn das Orichalkum her? Ah. Vielleicht kriegen wir es ja sogar hier auf der Insel. Könnte ja sogar sein. Flöten wir mal eben. Aha, da vorne gibt es irgendwas. Hier im Untergrund. Ein nahes Echo ist zu hören. Na dann buddeln wir uns mal nach unten. Das Prozedere kennen wir ja schon. Ah. Diesmal vielleicht, diesmal werden wir vielleicht mal ein bisschen früher flöten, als auf der letzten Insel. Da vorne. Ein bisschen höher und in die Richtung. Okay. Na dann. Moment, ich muss mal eben wechseln. Ja, ich will nicht mit dir reden. Ich will mal eben auf den Hammer gehen. So ungefähr die Richtung hier sein. Oder buddeln wir jetzt gleich in diesen Giftsumpf rein? Es sieht eher so aus, als ob wir den Giftsumpf reinbuddeln würden. Na, komm schon! Da oben. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier nach oben gehe, dann werde ich, glaube ich, tatsächlich genau unter diesem Giftsumpf landen. Na, probieren wir es trotzdem mal. Ah, es war viel einfacher runterzugehen. Was? Jetzt stehe ich doch genau unter diesem komischen Troll hier. Da wollte ich doch gar nicht hin. Hä? Was soll ich denn hier für einen Gegenstand besorgen, bitte? Hey, oder vielleicht dieser Baum hier? Geht's um die Bäume? Ah, Moment, ist das vielleicht der eine Baum, der mir noch fehlt? Ah, verfluchter Baum! Oh, jo! Da wollen wir mal versuchen, den Typen da oben zu töten. Wir können ja einfach mal versuchen, den Troll hier zu besiegen. Boah, was? Achso, Moment, ah, ich habe ja meinen Schildstachel nur ausgerüstet. Ja, im Prinzip brauchen wir nur ein bisschen Glück und können ihn instant töten. Dauert zwar wahrscheinlich irgendwie eine Dreiviertelstunde, bis das proppt, aber möglich ist es.
Leider, leider, leider ist der in diese komische Giftsuppe da reingefallen. Ach nee, ich glaube, der Kampf dauert mir zu lange, ehrlicherweise. Nee, das ist mir zu nervig. Außerdem kriegt man von diesen Bossgegnern sowieso irgendwie nicht so wirklich was Tolles. Meistens nur irgendwelche Deko. Und die interessiert mich jetzt ehrlicherweise nicht ganz so sehr. Kümmern wir uns also weiter um die Materialien. Wie schon gesagt, der Gegner steht mir hier ein bisschen zu blöd. Wo ist der nächste Gegenstand da vorne? Hey, das zeigt aber schon wieder hier hin. Wo muss ich denn hin? Hier nach unten. Gibt's hier in dem Giftzeug irgendwas? Moment, da kam gerade die Meldung abhaken. Oh, Chicalcum-Ader! Okay. Ja, toll. Hier ist Orchikalkum. Kann man das jetzt echt nur hier an so einer blöden Stelle abbauen? Oh, das ist ja mal mega blöd. Ich kann mich hier kaum bewegen. Okay, ja, jetzt wissen wir immerhin, wo wir das Orchikalkum herkriegen. Aber so richtig toll ist es trotzdem nicht. Ah. Überlege ich gerade mal. Ich meine, man kann theoretisch sich diese ganzen Materialien auch kaufen im Erbauer-Almanach. Und zwar gegen Herzchenpunkte. Wir können ja mal ganz kurz schauen, wie teuer das ist. Ist das Zeug denn? Orchikalkum. Ich hoffe, ich spreche das übrigens richtig aus. Kann natürlich auch sein, dass das komplett anders heißt, das Zeug eigentlich. Ah, Moment, da vorne ist es wahrscheinlich. Mithril, Diamant, Zauberkristall. Da, Orichalcum. Orichalcum. Ach, das darf ich hier gar nicht kaufen. Das kann ich nur auf der Hauptinsel kaufen. Ja, dann hoffen wir einfach mal, es ist nicht ganz so teuer. Denn ansonsten wird es etwas schwierig, das Zeug abzufarmen, wenn man das hier wirklich nur irgendwie im Giftsumpf ganz unten bekommt. Naja, gehen wir mal ein paar Schritte weiter. Wir brauchen immer noch ein paar Materialien, um hier weiterzukommen. Das heißt, wir flöten mal eben. Und ihr seht schon, wir müssen ziemlich weit hier nach geradeaus. Oh, da oben auf dem Berg. Da gibt es anscheinend auch noch irgendein Material. Ach, eine Blume. Na, schau mal eine an. Paralysel. Okay, wieder die Echoflöte. Diesmal führt unser Weg in diesen Berg rein. Hey, und da unten ist irgendwas Wabbeliges. Was ist das denn? Schleimettenerlich oder so. Ein unendlicher Vorrat an Knochen steht uns jetzt zur Verfügung. Kann ich das Ding hier mitnehmen? Ach, das ist so ein Schleimspawner, glaube ich. Ich glaube, das war so ein Schleimspawner gerade. Okay, nochmal auf die Echoflöte. Muss ich immer noch in diese Wand da rein? Oder war eigentlich der Gegenstand gerade, den ich gefunden habe, damit gemeint? Nee, wir müssen trotzdem da rein. Ein nahes Echo ist zu hören. Ich flöte nochmal einmal ganz kurz von hier vorne, damit ich weiß, wo ich ungefähr graben muss. Also ich denke mal, ich muss schon in diesen Felsen auch rein. Hm, oder nach oben. Ein fernes Echo ist zu hören. Kann jetzt natürlich auch zwei verschiedene Gegenstände sein, die ich hier suchen muss. Ach so, Moment, das eine sind so Blätter. Das sind die hier wahrscheinlich. Genau. Und dann habe ich... Ach, Moment, es fehlt nur noch eine Blume. Ach so, was Blumenartiges fehlt uns nur noch. Dann haben wir schon alles. Okay. Na dann, Huxel, flöte mal nochmal.
Es kommt aber... Kommt das wirklich aus dem Inneren des Berges? Oder ist die Blume hier irgendwo drauf? Vielleicht gibt es ja irgendwie in diesem Felsen hier, beziehungsweise in diesem Berg, vielleicht gibt es ja irgendwie eine Höhle. Ah. Ein sehr fernes Echo ist zu hören. Okay, da unten müssen wir hin. Ach, ich sehe die Blüte schon. Oh, ich sehe sie schon, ich sehe sie schon, ich sehe sie schon. Okay, also, Miefmütterchen. Damit haben wir einen unendlichen Vorrat an Öl freigeschaltet. Oh, man glaubt es kaum, man glaubt es kaum, man glaubt es kaum. Na gut, dann würde ich sagen... wir gehen jetzt einfach mal zurück auf die Insel, also auf unsere Hauptinsel. Und dann schauen wir uns noch an, wie teuer es ist, sich Orichalcum oder Orichalcum, ich habe schon wieder vergessen, wie das Zeug heißt. Das Zeug mit O. Wir schauen uns mal an, wie teuer das ist, das von Dankbarkeitspunkten zu kaufen. Und falls man das jetzt nicht kaufen sollte, dann werde ich offscreen einfach auf der Insel nochmal ein bisschen was holen. Damit wir uns zumindest einen Ulti-Hammer craften können und vielleicht noch diese Rüstung, die Schaden zurückwirft, die halte ich jetzt eigentlich auch für ganz vernünftig. Also, wir sind wieder auf der Hauptinsel. Und wir haben natürlich einen neuen Dorfbewohner ja mitgebracht. Tja. Also, Almanach. Nicht Anleitungen, sondern Gegenstände. Genau, hier kann man die nämlich kaufen. Da, Orichalcum einmal. 500 Dankbarkeitspunkte kostet das? Hallo? Was ist das denn für ein Preis, bitte? Mega teuer. Naja, dann hole ich das einfach nochmal offscreen ein bisschen nach. Das heißt, ich werde noch ein bisschen Orichalcum besorgen, denn so heißt das Zeug. Und ja, im nächsten Part schauen wir uns dann gemeinsam die letzte Gestade der Entdecker an, und zwar die frevelhafte Flussinsel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so, bis zum nächsten Bonuspart von Dragon Quest Builders 2. Euer Huxel, ciao!